jetzt ist ja mitgezählt, sechs Projekte waren es, jetzt kommt Nummer 7. Das Projekt nennt sich Friday for Futures oder FFF Info und Baumpflanzbot und wird vorgestellt von der mit dem Zopf, Mitya, Thomas und Jakob. Und diese Gruppe besteht aus Teilnehmerinnen, die zum ersten Mal bei Jugendhack dabei waren. Aber schon nicht zum ersten Mal bei Jugendhack dabei waren und schon bei zahlreichen Hackathons in Österreich und Deutschland mitgemacht haben. Eine humorvolle Gruppe ist so durchgedrungen und mit viel Ironie, die sich auch in ihren Projekten widerspiegelt. Bitte schön auf die Bühne. Ja, wir sind das Team FFF Info und Baumpflanzbot. Leider konnte der mit dem Zopf nicht dabei sein, da er jetzt schon nach Hause gefahren ist. Was ist FFF Info? FFF Info ist eine App, in der man viele Infos, zum Beispiel über Streike, über die Fridays for Future Streike, Infos zu den Terminen davon sieht, wo die veranstaltet werden und sowas. Warum haben wir diese App überhaupt gemacht? Das Problem war halt, dass online leider die Informationen sehr verstreut sind und man diese nicht wirklich gut finden kann. Und deswegen haben wir die App gemacht. Die App, wenn man die App startet und dann auf die Streikliste geht, werden automatisch alle Streike aktualisiert. Es war etwas schwierig, da man die ganzen Informationen maschinell lesbar machen musste, damit man, wenn man jetzt zum Beispiel auf irgendeinen Streik drückt, damit man da das Datum zum Beispiel sieht, weil das Datum da online steht, zum Beispiel hier Monday, dann 28th Oktober und sowas. Und das ist sehr schwierig für den Computer zu lesen, deswegen war das eine Schwierigkeit. Genau, hier auf der Streikliste sieht man verschiedene Streike in verschiedenen Ländern und man hat zum Beispiel auch einen Filter, wo man zum Beispiel dann filtern kann, zum Beispiel, dass man nur Streike sehen will, die jeden Freitag veranstaltet werden. Oder auch zum Beispiel kann man nach Namen filtern und nach anderen Sachen. Genau. Also, dann haben wir noch ein FAQ. Dort sieht man verschiedene Fragen und Antworten zu Fridays for Future. Und dann haben wir noch einen Excuse Generator. Dort kann man verschiedene Daten eingeben, zum Beispiel wie den Namen der Eltern und sowas. Und wenn man dann alles ausgefüllt hat, kann man dann seine Entschuldigung sich generieren lassen. Wenn man weiter runter scrollt, kann man seine Entschuldigung sich generieren lassen. Jetzt ist es natürlich ohne Daten, deswegen ist da ist ein bisschen leer da. Aber dann ist dort eine Entschuldigung. Wir wollten das später noch machen, dass wir daraus eine PDF kriegen, sodass wir dann das dann auch an die Schulleitung schicken können und dann zu Fridays for Futures gehen könnten. Auf der Startseite haben wir noch ein kleines Feature, nämlich wenn man auf diesen kleinen Baum drückt, dann wird man direkt zu GitLab weitergeleitet. Gerade gibt es ein technisches Problem, aber normalerweise würde man dann zur GitLab-Seite weitergeleitet werden. Das ist, und dort sieht man dann das Projekt von Baumpflanzbot und das Team wird euch jetzt das Projekt vorstellen. Hallo, ich bin der Thomas vom Projekt Baumpflanzbot und mein Kollege Jakob und ich haben einen Bot, also ein bestimmtes Programm entwickelt, das
über die Suchmaschine Ecosia Bäume pflanzt. Ecosia dürften einige von euch schon kennen. Das ist eine Suchmaschine, die eben für Suchanfragen, die man dort macht, Bäume pflanzt. Und wir haben eben einen Bot programmiert, der dort immer wieder Dinge sucht, damit Bäume gepflanzt werden. Das wird mein Kollege mal demonstrieren. Also wir haben das mit der Programmiersprache Python gemacht und haben aus dem Internet eine gigantische Liste mit englischen Wörtern gesucht und die werden zufällig immer wieder gesucht. Also dann gebe ich mal weiter an meinen Kollegen. Also hallo, ich bin der Jakob und ich will nochmal anmerken, dass wir davor noch keine Erfahrung mit dem Programm Python gehabt haben. Und wir haben für Python eine Erweiterung benutzt, die uns ermöglicht, den Browser Ecosia anzusteuern. Und diese heißt Selenium. Und wir haben jetzt halt eine Wortliste aus dem Internet gesucht mit 182.000 Wörtern, falls ich mich richtig erinnere. Und die gibt dann halt in die Suchleiste immer random Wörter ein und sucht die dann. Und dadurch werden bei Ecosia Bäume gepflanzt, denn Ecosia ist ein Browser, der alle seine Gewinne darin einsetzt, Bäume zu pflanzen. Danke sehr. Also vielen Dank an unseren Mentor, der Stefan, und an meinen Mathematiklehrer, der hat nämlich ja heute Geburtstag. Vielen Dank an den mit dem Kopf, der nicht mehr da ist, mit Herr Thomas und Jakob für die beiden super Projekte. Dankeschön.